Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge meines kleinen 3 gegen 3 Specials, und zwar ein Online-Battle. Ja, in der letzten Folge habt ihr die Sichtweise von mir, wie ihr hier schön sehen könnt, Cornelius Dreck verfolgt. Heute verfolgen wir die Sichtweise von Günther Shadow. Ja, ich werde auf die Armeen jetzt nicht nochmal eingehen, weil ich das schon im ersten Video erklärt habe, was alle hatten, und das machen wir natürlich dann. Könnt ihr euch erstmal das hier schon angucken. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, guckt es euch einfach nochmal an. Da seht ihr nochmal alles, was ihr wissen wollt dazu. Ich werde jetzt nur aus der Sichtweise von Günther Shadow ein bisschen kommentieren. Sodass wir hier schön den Überblick behalten können. Denn wenn ich jetzt alles auf einmal kommentiert hätte, hätte man viel verpasst. Deswegen fixiere ich mich jetzt wirklich nur auf eine einzige Armee pro Video. So, fangen wir mal an. Günther Shadow hat sich recht breit aufgefächert. Was ja gegen den Griechen sehr komfortabel ist, gerade weil der ja sehr viel Fernkampf dabei hat und sehr viele Einheiten, besonders auch Spartaner. Da ist es vonnöten, gerade weil er so wenig im Verhältnis hat. Seine Kavallerie marschiert natürlich sofort vor, weil der Grieche keine Kavallerie hat, kann er auch nicht kontern, er kann nichts entgegenstellen. Abgesehen davon ist die Kavallerie von den Griechen nicht gerade die stärkste, also hat er auch höchstwahrscheinlich nicht so gute Karten gehabt gegen die makedonische Kavallerie. Die jetzt natürlich hier in Übermaßen einfach an der Flanke vorbeirennen kann. Naja, und er rennt natürlich auch schön drauf los. Wir versuchten ihn natürlich schnell einzukesseln, den Griechen. Meine Bogenschützen marschieren auch schon drauf los, werden das Feuer natürlich auch versuchen auf sich zu lenken, sodass hier der Bogenschützenkampf eindeutig zu seinen Gunsten entschieden werden kann. Also zu unseren Gunsten, besser gesagt. Man sieht, die Bogenschützen fixieren sich auch nur auf mich. Deswegen war eigentlich schon klar, dass seine Bogenschützen nicht viel abbekommen. Und wenn sie dazu stoßen, wäre der Kampf eindeutig gewonnen. Die Kavallerie von Günther hat sich jetzt schön an die Flanke hier postiert. Auch schön rumreiten. Der Grieche hat sich jetzt darauf konzentriert, so eine Art ja, Schutz gegen an den Flanken zu stellen. Allerdings ein bisschen eigenartig, indem er die noch innen gestellt hat, hier die Einheiten. So, die Armee von Günther marschiert natürlich hier schön vorwärts. Gerade da die Bogenschütze jetzt hier abgelenkt sind. Hier haben wir uns abgesprochen, dass ich das Feuer bitte unterbinden lasse. Und hier die Operation, also die Aktion von Günther Shadow ohne Verluste geschehen kann. Denn jetzt hier schießt meine Bogenschützen nur auf die Einheiten hier hinten noch im Moment. Bis gar nicht mehr und die Bogenschützen konnten komplett von der Kavallerie verjagt werden. Er zieht sie noch im richtigen Moment zurück, denn jetzt wäre es riskant geworden hier. Zieht sie hier schön auf den Hügel zurück und hier hat er schon mal deutliche Einbußen machen müssen bei seinen Bogenschützen. So hatte der Grieche natürlich ganz schöne Probleme gehabt. Ja, Günther konnte jetzt hier in Ruhe vormarschieren, hatte auch keinen großartigen Gegenwehr mehr von den Griechen zu erwarten. Die Bogenschützen von ihm schießen auch schon schön fleißig drauf los. Die Bogenschützen hier haben auch keine Chance mehr. Ja, jetzt konnte er hier komplett die Flanke umreiten, sodass auch die Griechen keine Chance mehr hatten und das Ding für die eigentlich verloren war. So, man sieht die Maschine schön aufeinander zu, die Armeen. Und die Phalanx-Pikeniere, habe ich eigentlich gedacht, die haben gar keine Chance gegen die Einheiten. Gerade weil die eben so dünn gefächert sind, habe ich mir gedacht, die Spartaner brechen da relativ schnell durch. Ja gut, aber es sprach trotzdem alles zu unseren Gunsten, da wir auch deutliche Überzahl hatten gegen den Griechen. Wir haben ihn umzingeln können, wie man hier sieht, eine schöne Kesselschlacht geworden. Die Makedoner konnten jetzt hier ganz in Ruhe von hinten nochmal reinreiten. Konnten hier schön die Bogenschütze erstmal ausschalten. Also das Ding war eigentlich für ihn schon komplett hier gelaufen. Er hatte nur noch die Infanterie gehabt, die jetzt hier von allen Seiten beschossen werden konnte in Ruhe. Also Günther richtet ja auch seine Bogenschützen neu aus. Hier drüben schießen meine nochmal schön die Flanke rein. Ah, jetzt kommen hier drüben noch die Berserker von Petro, der so als kleine Unterstützung quasi für die Griechen hat, aber auch nicht viel gebracht. Also zwei Einheiten waren definitiv zu wenig, die kommen zwar in heroischen Rausch rein. Günther Shadow zieht seine Kavallerie jetzt wieder zusammen. Ich habe mir natürlich gesagt, charge einfach rein. Die Berserker sind sehr anfällig für kraftvollen Ansturm, was ja die makedonische Kavallerie durchaus besitzt. Also ein Ansturm von 6 ist ja nicht so schlecht. Jetzt sieht man, wie hier schön reinchargt. Allerdings muss auch mit vielen Verlusten rechnen, war klar, weil die Berserker doch ganz schön reinhauen können. Allerdings hat, naja, die Berserker hatten keine Chance gehabt. Jetzt, wo nochmal meine Kavallerie dazu stoßt, wie man hier schön sehen kann, hatten die Berserker noch weniger Karten, also Chancen gehabt und das Ding war für die gelaufen. Auch schön umzingelt gewesen. Hier drüben kommt es jetzt auch gleich zum Kampf zwischen den Einheiten. Die Bogenschützen haben hier auch schon einige Einheiten ganz schön dezimiert. Hier von hinten kommt, also kostet jetzt noch die Armee von Scipion. Jetzt kommt es hier zum Kampf.
Hier drüben war klar, dass die Spartaner keine Chance hatten. Zahlenmäßige Unterlegenheit und dann gegen Pikeniere für Bliet natürlich ein ganz schönes Problem. Ja, hier drüben sieht es natürlich auch schlecht aus für die Spartaner. Und zählt komplett und dann auch noch gegen Pikeniere halt. Die Kavallerie kommt jetzt nochmal dazu und charge richtig in die Spartaner rein, sodass hier auch eine schnelle Flucht entsteht. Ist sie in Panik geraten, weil es ja gerade von hinten passiert ist. Hier der erste Trupp flieht schon, jetzt flieht der zweite hier gleich mit. Jetzt wird auf den General hier eingedroschen, der auch ganz schöne Probleme hat, also 28 Mann. Hier drüben flieht auch schon die ganze Flanke, ist geflogen, hier konnte er in Ruhe also aufrollen. Hier natürlich genauso. Hier drüben die Spartaner haben die Fangspikeniere richtig vernichtet. Der General ist jetzt auch noch gestorben, also war das Ding so ziemlich verloren für den Griechen. Hier komplette Umzingelung von den Einheiten teilweise, also da hatten die, ja, die Griechen keine guten Karten gehabt. Hier auch wie gesagt die komplette Umzingelung halt und komplette Vernichtung dieses spartanischen Trupps. Gerade von hinten noch hier die Phalanx-Pikeniere stehen. Was das hier von der Formation ist, war fragwürdig. Ich würde schätzen, die waren in der Phalanx drinne. Sind aber vorher noch angestupft irgendwie, aber na gut. So, die Kavallerie hat ganz schöne Verluste einbüßen müssen von Günther Shadow. Allerdings hat er noch genug gehabt, um zumindest agieren zu können gegen feindliche Einheiten, falls sie kommen werden. Jetzt fehlt hier auch der nächste Trupp Spartaner. Er charged jetzt hier mal mit seiner Kavallerie schön in die Spartaner rein. Und man sieht, die fliehen natürlich sofort, weil sie erstens in Unterzahl waren, zweitens auch offen, relativ offener Formation. Da war der Charge natürlich schön heftig. Ja, und das war jetzt so quasi der Kampf zwischen Günther gegen den Griechen. Er hat ja recht wenig Verluste gemacht. Wie man schön sehen kann. Also die Kavallerie hat ganz schöne Einbußen gehabt hier. Hier drüben einen Trupp hat er verloren. Naja, auch nicht ganz, hat noch 9 Mann gehabt. Erstaunlicherweise ist er nicht geflohen. Naja, und er muss sich jetzt halt wieder neu formieren, um dann nochmal schlagkräftig zu werden. Aber im Grunde genommen war es eigentlich schon so. Ist viel ist hier nicht mehr passiert. Jetzt kann man auch wieder ein bisschen vorspulen. Man sieht, wie... Ja, wie er versucht, sich jetzt neu zu formieren und zur Unterstützung zu kommen. Also... Da ist schon das meiste gelaufen. Er hat seine Kavallerie hier drüben nochmal ausgerichtet. Um nochmal fliehende Einheiten abzufangen. Seine Bogenschützen genauso. Naja, und... Das war eigentlich auch schon das ganze Geschehen, was Günther Shadow gemacht hat. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Und jetzt kommen wir auch wieder zu den Schlachtstatistiken, die ihr euch wieder angucken könnt. Ich habe es allerdings schon im ersten Video erklärt, da könnt ihr nochmal genau darauf eingehen, was ich dazu gesagt habe. Wie ihr seht, seht ihr hier, wie viele Männer wir alle eingesetzt haben. Günthers Armee war die größte. Also von der Zahl her die stärkste, sehr viel Quantität eingesetzt. Verluste hat er die zweitmeisten zugefügt. Jetzt gucken wir uns mal hier drüben die Schlachtstatistiken an. Wir sehen hier, Verluste zugefügt haben am meisten seine Kavallerie, allerdings haben auch die königlichen Pikeniere ganz schön gut mitgearbeitet, seine Phalanx-Pikeniere auch nicht allzu schlecht. Und seine Ballisten, die er übrigens hinten noch hatte, die habe ich ganz vergessen auf einzugehen, die haben nichts gemacht, die haben keinen getroffen, schade. Geld umsonst ausgegeben, aber passiert. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen und oben rechts findet ihr einen Link zum nächsten Video und zwar... den dritten Teil meines kleinen Specials, und zwar werde ich dort die Armee von Scipio nochmal genauer erläutern. Und oben links findet ihr den Link zu meinem Video nochmal, falls euch das interessiert. Ja, und dann verabschiede ich mich erstmal von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.